Hi Leute, RDLP hier und schon geht's weiter mit dem Tankstellen-Werkstatt-Toilettenschrubbspaß beim Tankstellen-Simulator. Ja, super Dennis, klasse, hast hier einfach ein Eichhörnchen hingemalt, das finde ich aber gar nicht nett. Na toll, ey, das wird ja immer obszöner hier. Dennis, mein Lieber, du bist erst 13 oder so. Solche Bilder, da werde ich mal ein ernstes Wörtchen mit deinem Erziehungsberechtigten, aka Dr. Waschbär, führen müssen. So, habe ich schon wieder Kraftstoff? Ne, wahrscheinlich nicht. Die Schachtel steht ja auch schon seit 3 Jahren. Naja, was soll ich machen? Ich habe einfach keinen Kraftstoff. Oh ne, der olle Hans ist da. Können wir seitdem kurz machen. So, heute muss ich Ersatzteile bestellen und die Tanke noch mehr am Laufen bekommen. Ich hoffe, meine Toilette ist wenigstens noch sauber hier. Junge, das laggt aber auch wie Hunze, das Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Also, keine Ahnung, was ich davon halten soll. So, haben wir es gepackt. Kollege, ich muss jetzt wieder auftanken hier. Na, das ist auch echt blöd. Vor allem 100 Liter sind jetzt auch nicht gerade viel. Wer hupt mich denn jetzt schon wieder voll hier? Noch gar nichts gemacht, ey. Was wollt ihr alle von mir? Ja, das ist doch so schnell leer, ne? 10 Kunden und der Tank ist leer. Du, da kannst du gar nicht gegen gucken. Ne? Du mit deinem billig Armani-Onzug aus C&A. Was willst du machen? So. Ja, was hast denn du jetzt für ein Komplex? Ich hab halt nicht jede Alkoholsorte. Vor allem nicht so ein Bonzenbier, ja? Das ist das gute alte Ratskrone hier. Das muss ja wohl schmecken. Ah, super. Ja, Junge, ey, die wollen aber echt saufen, die Leute. Und da kann ich jetzt nicht anders. Da muss ich erstmal gleich was holen. Das geht nicht. Also ich kann die Leute hier nicht vom Saufen abhalten wegen fehlender Produkte. Was hat das jetzt gekostet? Ja, Junge, ich will meine... 27 Dollar habe ich noch. Warum? Weil ich wollte einen Autoreifen, noch nicht 20. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kann ich keinen Alkohol kaufen. Ey, die Kunden machen mich fertig. Die Kunden, das Spiel meine ich. Ständig habe ich hier neue Aufgaben, ne? Da hast du mal 200 Dollar verdient. Und dann ist die Kohle wieder weg, weil du wieder was kaufen musst, ne? So sieht das aus, meine Liebe. Flamingo. Ach so, du bist die Tante. Na gut. Ah, da habe ich gar keinen Bock drauf, jetzt das Auto zu reparieren hier. Vor allem, ich habe hier 1000 Autoreifen. Warum musste ich jetzt einen kaufen unbedingt? Das ergibt alles keinen Sinn. Hier, wir können ja den kaputten wieder reinnehmen. Ja, du. Warum nicht, ne? Ey, das ist genau derselbe Scheiß. Wir machen jetzt Speedrun hier raus. Junge, Junge, warum haben die alle kaputte Reifen? Hier ist doch nichts zum Kaputtfahren. Ich meine, hier ist Wüstengegend. Hier liegen ja wohl... Okay, die ganzen Bierflaschen. Ja, stimmt schon. Die ganzen Glasscherben hier. Ja, toll, jetzt kann ich ja auch noch wieder die Autos zerkratzen. Warum wollen die eigentlich, dass ich die Autos zerkratze? Nee, nee, ist schon klar. Ich soll die entkratzen. Hui! Ja, was muss ich denn hier machen? Hallo? Ach, muss ich jetzt hier... Oh, ich muss hier jeden einzelnen Strich wegradieren. Ist ein, wo warst du denn? Bist du gegen eine Hauswand gebrettert oder was? Oh, neuen Spiegel, ist ja immer dasselbe hier. Wie kann man denn seinen Spiegel demolieren? Zack. Ey, das Minispiel ist echt einfach. Hätten sie sich auch mehr Mühe geben können. Was muss ich jetzt noch machen? Ich sehe es nicht. Ah, oh, noch ein Reihe. Der Spiegel ist auch noch kaputt. Ey, du machst mich fertig, du Tante. Naja, ich bin ja... Ich hab's ja, ne? Kommen wir zur RD Superwerkstatt. Der hat ja 1000 Ersatzteile. Kann ich ja ruhig mein Auto gegen die Hauswand setzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Zwei Spiegel und zwei Autoreifen. Wie bist denn du zur Werkstatt hingekommen, wenn du so eine Schrottkarre hier fährst? Ey, dann petze ich nachher erstmal. Ja, dann soll ich sie petzen? Den Kopf ja wohl nicht. So. Das petze ich dem Michelin-Männchen. 470 Dollar. Okay, das hat sich doch gelohnt. Aber wenn die Ersatzteile 20.000 kosten, dann lohnt sich das doch nicht. Irgendwie verdienst du hier keine Kohle. Ja, ich hab's gesehen, Mann. Du musst mich nicht anhupen. Ich bin nicht taubstumm. Ja, vor allem taubstumm. So. Junge, bretter hier nicht mit 180 in die Werkstatt. Das Lagerhaus. Was ist los mit dir? So. Muss die hier einquartieren? Ich hoffe es. Ja. Aufgabe erledigt. Wie siehst du aus? Du bist ein alter Knacker, alles klar. Kann ich mit einsteigen? Ich will mit einsteigen. Der knallt mir die Tür von der Nase zu. Ich glaub's nicht. Fülle die Regale. Hab ich doch. Ach, hab sie doch aufgefüllt. Was hast du jetzt für Probleme? Kunde an Kraftstoff.
Ja, ich will jetzt erstmal. Okay, ich bediene jetzt erstmal den Kunden. Ey, das ist so anstrengend, das Spiel. Achso, die Schachtel steht hier immer noch. Ups, die habe ich ja ganz vergessen. Die steht hier jetzt locker seit 5 Uhr morgens. Jetzt ist es 10. Wenigstens. Nice, hey, ich habe nur 5 Jahre gewartet. Nice, guter Job. Ja, alles klar. So. Okay. Ist das jetzt aufgefüllt? Ich habe keine Ahnung. Hä, ich verstehe das nicht. Ah, Place All. Wie, das war schon, oder was? Place All. Junge, gar nichts dazugekommen. Ich glaube, ich wurde mal Tisch gezogen. So. Wenigstens das hätten sie ja animieren können, dass hier dann mehr Sachen sind, aber gut. Schließe alle Ziele ab, um die Tankstelle aufzurüsten. Na toll, ey, jetzt muss ich hier 25 Kunden bedienen. Das wäre ja eine 5-Jahres-Folge. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das mache ich aber nicht alles heute in diesem Video. Ja. Das ist erstaunlich. Ja, hast noch nie so einen tollen Kassierer gesehen, ne? Wahnsinn. Tu. Oh Mann, ich habe doch schon so viele Kunden bedient. Jetzt habe ich aber richtig Kohle. Jetzt kann ich auch mal den Alkoholschrank auffüllen. Ich habe hier keine Snacks, Alter. Ich habe hier nur Alkohol. Das ist eine Tanke, die gefällt mir. So, Alkohol. Also ich habe das Amsterdamer Chevrons. Ja, hier Whisky brauchen wir ganz dringend. Und hier noch so ein Flaschenbier. Ja, Light, wir trinken hier keinen Radler, das ist ja Quatsch. Also, wir brauchen noch gute Premium-Tobacco, das brauchen wir auch. $113 passt schon. Ist das jetzt eine Flasche oder sind das mehrere? Ach, lass mich mal überraschen, wa? Da will ich eigentlich. Fuck, Regale, ich brauche noch was zu Zigarren. Ja, da brauche ich jetzt aber wirklich nicht so viel. So, jetzt ist das eine Tanke, weil du. Also, ich bin ja Nichtraucher im echten Leben, aber ich. Also, eine Tanke ohne Zigaretten, das ist natürlich einfach nur dämlich. Man kennt es ja als Raucher, da hält man an der Tanke an, das geht fix. Da holt man sich die Zigaretten. Da läuft man nicht extra in den Edeka rein. Das ergibt Sinn, Leute. Und deshalb mache ich das jetzt auch so. So, noch ein neuer Kunde. Oh, ein Kerl. Na, kannst auch nicht Auto fahren, wa? So, was haben wir denn hier? Achso, ich muss jetzt das Auto hochheben. Na toll. Super. Wofür ist das hier eigentlich? Warum kann ich das einfach abbrechen? Alter, es ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Und es ist wirklich anstrengend. Wenn ich wenigstens einfach so zum Spiegel hinlaufen könnte. Nein. Zack, ich mache das Speedrun. Zack. Aufwerfen. Kann ich den nicht mit dem Spiegel abwerfen, damit er sich beim nächsten Mal mehr Mühe gibt, Auto zu fahren? Fuck off, jetzt kann ich das hier wieder hinlegen. Kratzentferner, Kratzentferner. Das macht am wenigsten Spaß, der Kratzentferner. Und immer auf dieser Seite liegt das dann der Werkstatt. Die fahren hier rein, wollen nur ihren Autoreifen reparieren lassen und dann rapsch. Die Tür ist zu klein. Ja, super. Ja, ich hab doch gesagt, der Spiegel ist Schrott. Ja, du willst mich verarschen jetzt oder was? Ich war doch da. Oh Mann, ja, komm wegen so ein bisschen. Wie fährt man sich denn beide Spiegel kaputt? Kann ich auch diesen Autoreifen einfach benutzen? Ne, das geht nicht. Das wäre ja cool gewesen. Schöner Bug. Ja, ich betreibe Bug-Abusing. Ist mir sowas von egal. Alter, ich kann das nicht anklicken. Bin zu blöd, die Sachen anzuklicken. Ja, zack, zack, zack. Zackeli, zack. Fertig ist der Schabernack. So. Das ist noch kaputt. Zwei Platte auf derselben Seite und die Karre fährt noch. Wunderbar. Meine Karre, die fährt noch. Kein Tank mehr, keine Reifen, keine Spiegel, kein Motor, aber ich kann da noch mitfahren. Ja, das gibt's nur in dieser trostlosen Supergegend. Alter, das gibt richtig Asche jedes Mal. $470 ohne Lieferung. Hä, was denn für eine Lieferung? Scheiße, ich hab das Tor wieder aufgelassen und der fährt hier einfach rein, du. Wenn ich zu Besuch irgendwo hinkomme und die Tür steht sperrangelweit auf, dann klingel ich trotzdem und laufen die einfach rein. Gibt's doch nicht, ey. Das ist ja wieder dreist hier. So, hab ich alles. Wie sieht der Typ nochmal aus? Achso, ja.
Der alte Knacker ist mir am sympathischsten. Der hat mir einfach die Tür vor der Nase zugehauen. Kriege ich eigentlich auch Geld, wenn die Leute aufs Klo gehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ob hier Müll rumliegt, ist egal. Hauptsache keine Fußspuren. So, wo ist die Shift-Taste? Hallo? Ah, das ist nicht die Shift-Taste, das ist die Tabs-Taste. Egal. Müll ist voll, na toll. Und sofort kommen die Mistfliegen und Hornissen und Grashüpfer da rein, ne? Das ist eh klar. Was ist denn nun schon wieder? Ich habe so viel zu tun hier. Und der Müll ist jedes Mal voll. Werfen das einfach weg. Einfach weg. Wir sind umweltbewusst. Hui. So. Oh, so viele Kunden. Oh, Kraftstoffdatum schon wieder niedrig. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Urlaub. Das ist so anstrengend, dieses Spiel. Oh, meine Güte. Ich muss mich um alles selber kümmern hier. So, genau. Ich muss ja noch Alkohol platzieren. Das haben wir ganz vergessen. Achso, 20. Okay, cool. So, dann brauchen wir noch Zigarren. Ja, junge Softgetränke, da kannst du keine Ahnung wo kaufen, aber nicht bei mir hier. So, Dreistigkeit wieder hier. Kleiner Erfrischungstank. Kann, brauche ich alles nicht. Achso, den muss ich hinhängen, alles klar. Ja, egal, passt schon. So, jetzt haben wir hier richtig was am Laufen. Eigentlich kann ich auch meine Softgetränke entsorgen. Ja, Bier, so muss es sein hier. Bier vor 4, das rate ich dir, ne? So, nice. So, der Kopf will auch noch Bier kaufen. Ja, der will tatsächlich Bier kaufen. Und Wein will er auch noch kaufen. Ich wusste gar nicht, dass ich Wein habe, ist ja geil. Junge, Junge, Junge. Harten Arbeitstag oder was? Klasse. Oh, noch ein Kopf. Und die sehen alle gleich aus. Hey, liebe Entwicklerteam, wie viel Mühe wollen wir uns geben beim Design? Gar keins, ja. Genau. Ja, ich bin ein Lifesaver. Ich bin ein super Typ. So, bald bin ich schon Level 3, Leute. Ja. Wird dir dein T-Shirt unterwegs geklaut, oder wie muss ich das verstehen hier? Also. Jetzt habe ich auch noch Nucky Dice hier. Ich glaube, der zieht mich ab. Ich kann mir das gut vorstellen. Also man soll Leute ja nicht nach ihrem Äußeren beurteilen, aber ich glaube, der zieht mich ab. Also, ich weiß ja nicht, was ich da jetzt verhalten soll. Es ist jedes Mal dasselbe und es ist nicht nur eine Aufgabe, es sind tausend Aufgaben. Wenn das nicht so viel Geld bringen würde und ich das nicht irgendwie als Herausforderung hätte, dann würde ich das gar nicht machen. Sind wir mal ehrlich. Ah, shit, ich komm noch Spiegel hier. Spiegel ist doch eh wieder kaputt. Nö, diesmal nicht, natürlich. Aber ich hol den. Ah, fuck, ich habe nur einen Autoreifen. Scheiße. Ja, was soll ich auch machen, wenn die jedes Mal ihre Reifen kaputt brettern? Schatz, ich bin da mal durchs Kaktusfeld mit meinem Auto brettern. Ja, super. So passiert sowas. Schatz, ich fahre da mal in die Kneipe. Ja, mit dem Auto in die Kneipe gesetzt über die ganzen Glasscheiben. Wehe, der zieht mich ab, Alter. Da brauche ich einen Bodyguard. Zack, 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 zack. Na, mittlerweile bin ich hier Vollprofi drin. Vielleicht mache ich nochmal Speedrun, Tankstellen Simulator. World Record, wenn ich den schon nicht in Mario holen kann. Einen schönen Tag noch. Oh, der war voll freundlich. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich dachte, der will mich abknallen. Ja gut, aber wenn er hier mit so russischen Mafia-Tattoos oberkörperfrei bei der Werkstatt läuft, was soll ich denn davon halten? So, 30 Liter. Und da meckert er, dass das niedrig ist. Ey, das gibt's doch nicht. Nice. Yeah. So, 1000 Dollar habe ich. Leute, da können wir ja richtig nochmal Alk kaufen hier. Das ist ja heller Wahnsinn hier. Lieferung, ne, nicht Auto, doch Autoteile brauche ich auch, scheiße. Brauche ja Autoreifen. Das ist gerade teuer, wa? Ja. Du, kann ich auch nichts machen. Okay, doch, ich habe genug Kohle, alles gut. So, ich brauche wieder SpongeBob. Alter, hast du gerade schon die ganze Weinflasche vernichtet oder was? Junge, Junge, Junge. Hast du Urlaub oder was? Ja, keine Softgetränke. Ist mir egal. Wir sind hier ein absoluter
Absturzladen, also sind wir mal ehrlich. Das brauche ich alles nicht. So, Alkohol brauche ich nochmal. Was ist das? Das ist Wein, Junge. Natürlich brauchen wir Wein, das ist ja klar. Brauchen wir sogar ein bisschen mehr von. Stellung. So, was haben wir hier noch? Ja, mach mal weg hier. Hallo, ich sehe nichts. So, Super Blend Strong. Ja, das gefällt mir. Kaufen wir auch mal zwei Stück von. Ich habe so viel Kohle, dann. Was? Lieferung ist unterwegs. Ich kann nicht zweimal liefern lassen, oder was? Ah, Mann. Ist doch scheiße. Die sind aber echt genauso richtig Cops, ne? Die könnten ja. Alter, hier sieht es wieder aus. Die könnten ja auch mal ein bisschen Trinkgeld geben, habe ich so das Gefühl. Dann leeren die Kunden eigentlich ihre Glasflaschen bei mir in der Tanke oder wie muss ich mir das vorstellen? Warum liegt hier alles voll? Also, das habe ich auch noch nicht gemacht im echten Leben. Bin in der Tanke gegangen, habe mir eine Flasche Wein gekauft, habe die dort in der Tanke getrunken und dann die Flasche auf den Boden geworfen und der Besitzer hat sich nicht beschwert. Also, irgendwie tanzen mir die Leute hier auf der Nase herum. Naja. Ich muss auch die Lagerhalle eigentlich dicht machen. Aber es ist jedes Mal so easy, weißt du? Muss ich mich um nichts kümmern. Die fahren einfach rein und gut ist die Sache. Ich bin zu faul, das Lagertor aufzumachen, ja. Es ist halt so. Ich habe aber auch so viel zu tun hier. Da reicht es einfach nicht mehr für die Motivation. So, die Tür bleibt offen. Ja, ich habe ja keine Wahl. Dennis, der klaut mir sonst alles. Oh, noch mehr Werkstatt, ey. Oh Mann, schmeiß doch nicht mal meinen Müll voll. Das ist so anstrengend, dieses Spiel. Es ist wirklich anstrengend. Ja, das war ein super Weitwurf. Klasse, Marmelade. Ja, fahr halt weg jetzt. Ach so, der muss. Habe ich das Tor jetzt auf der anderen Seite auch zugemacht oder was? Ja, toll. Ja, mir doch egal. Kannst warten, bis der. Bis Kicks an Bäumen wachsen. So, jetzt kannst du dich verpinkeln. Ja, fahr rein jetzt. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit hier. Ich will mein schönes Regal auffüllen. So, du kannst hier übernachten. Kann er mich denn noch beliefern, wenn er da eingesperrt ist? Ich hab den da jetzt eingesperrt. Ja. Ganz im Ernst. Der hat so lange gebraucht für seine Lieferung. Bisschen Strafe muss sein. Ja, das mache ich auch immer so, wenn ich irgendwo vegane Lasagne bestelle und der Lieferjunge. Nein, ich habe noch nie geliefert. Aber der Lieferjunge kommt zu spät. Dann sperre ich den erstmal bei mir im Badezimmer ein. Achtung, YouTube, Ironie. Ja, nicht, dass ich hier noch irgendwie Hausdurchsuchungen bekomme wegen solchen Aussagen. So, Lieferung, Produkte. Ja, genau, ich brauche Produkte, Zigaretten. Wir brauchen die Premium Strong. Grad war ja Lieferung ist unterwegs. Fuck off, ey. Ich muss den echt rauslassen. Toll. Nix mit Leute einsperren hier. Na super. Der hupt bestimmt jetzt richtig krass. Ja. Hast andere Termine, ne? Alles klar. Ich bin noch überhaupt nicht vorangekommen mit meinem Kram hier. Wieso kannst du nicht oberkörperfrei hier reinlaufen? Das wäre doch mal was. So. Place all. Hä? Ich habe auch einen Autoreifen bekommen. Warum habe ich nur einen? Das ist schlecht. Ich hoffe, die hat nicht noch einen kaputt. Ah, super. Wow, endlich mal jemand, der nicht sein Auto komplett demoliert hat. Nicht mehr Kraftstoff, Kunde an Kraftstoff. Ja, das harmoniert ja wunderbar hier. Ja, toll. Scheiße, ey. Dennis hat mir Bier geklaut, ey. Der ist doch erst 11 Jahre alt. Junge, was ist das für ein Typ? Scheiße. Kann ich den. Hier fliegt einfach. Achso, ich dachte, das wäre ein Adler. Das ist jetzt blöd, ne? Aber 5 Flaschen von dem Wein, das tut schon weh. Naja, was soll's. Kann ich jetzt nicht ändern, ne?
Ja, Junge, Milch gibt es ja das Recht nicht zu kaufen. Ich bediene keine Milchbubis. So. Wow, ich habe noch zwei. Das ist ein Witz, oder? Nee, willst du mal einen Witz hören? Geht ein Kaktus in die Bar und bestellt Radler und meint dann so: Scheiße, früher war ich ein besserer Trinker. Sagt der Barkeeper: Verdammte Kacke, meine Radieschen brennen an. Ha! Ah, oh Gott, ich hatte schon bessere Witze. Ja, toll. Jetzt brauche ich hier noch. Brauche ich Autoreifen und Tabak. So, Produkte. Kann ich jetzt bitte endlich Zigaretten kaufen? Dann können wir auch gleich noch wieder Alkohol kaufen. Mir wurde ja was geklaut. So, und dann Autoteile. Das ist ein Autoreifen, das ist doch ein Witz. Bestellungskosten. Boah. Junge, Junge, Junge. Es gibt hier keine Cola. Es gibt Cola-Korn, aber keine Cola, meine Liebe. Ganz normal in der Tanke. Was ist das denn? Ach, zu Tabak. Will sich direkt die Lunge wegkiffen. Na super. Ja, das ist eine Frau, die mir gefällt. Saufen und rauchen. Mitten auf dem Tag. 3:52 auf dem Sonntag. So sieht. Genau wie ich es wollte. Oh ja, Mann. Super. Du gefällst mir. Okay, das ist der letzte Kunde, den ich hier heute mache. Weil dann habe ich schon mal eine heraus. Nee, ich habe dann immer noch nicht eine Herausforderung geschlossen. Na toll. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Ja, habe ich jetzt nicht. Die kann warten. So, Leute, ich denke, das reicht für diese Folge. Wir haben wirklich viel geleistet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, RD haut Dennis kaputt. Bis dahin, RDLP.